So, hallo, wir machen weiter. Jetzt tatsächlich bei Mario Maker 2. Super Mario Maker 2. Und das letzte Mal, ich habe meine Kopfhörer noch nicht auf. Moment. Ah, ich war zu schnell. Es ist schon wieder so eine Spontanaufnahme. Ich habe nämlich gerade schon wieder was gesehen. Und es ist so furchtbar. Ich bin dann immer so neugierig und dann muss ich das ausprobieren. Und dann muss ich sie aber auch aufnehmen, denn ich will ja jede Mario Maker-Erfahrung. Moment. So, ich will ja jede Mario Maker-Erfahrung mit euch teilen. Das geht jetzt wahrscheinlich gehörig schief, denn wir spielen noch ein Kaizo-Tutorial vom lieben. Haben wir schon mal gespielt? Oh, Hilfe! Oh Gott, jetzt habe ich hier das Kabel fast zerrissen. Ei, ei! Ich mach Sachen. Was? Habe ich jetzt die Aufnahme gestört? Nein, okay, alles gut. Und zwar vom lieben Puh. Dem habe ich doch garantiert auch ein Herz gegeben, ne? Das müssten wir doch so schneller finden, oder? Wir haben so viel. Da ist er. Da ist er. Komm her. So, du hast ein neues Level hochgeladen. Nämlich das da. Sehr gut. Ich dachte mir doch, dass ich das so schneller finde, als dass ich den Code erst eingebe. Weil ich die Seite auch wieder nicht offen habe. So. Und zwar geht es hier um unter anderem P-Jumps. Es geht um, ja genau, Springboard-Jumps. Lauter solche Geschichten. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht, ob ich die hinkriege. Das heißt, es kann jetzt ein bisschen dauern. Ich habe auch nicht wirklich vor, das zu schneiden. Wenn das jetzt lange dauern sollte. Also irgendwie muss man das. Jetzt will ich jetzt mal gucken, wie macht man das, dass man es einfach loslässt. Nach unten drücken. Okay, ganz normal, klassisch. Okay. Oh je. Oh, dann lasse ich es immer auf die Tür fallen. Das ist natürlich blöd. Nein, das hätte sein können. Das hätte sein können. Nein, das hätte es doch wieder sein können, oder? Nicht sicher. Nein, ich muss irgendwie direkt dann drauf landen. Ah, das sieht immer so knapp aus. Aber ich glaube, wir kommen der Sache näher. Wie ich es immer so schön sage. Aber, oh, guck mal, es ist interessant. Ich komme da nicht mal drauf. Also, ich falle auch nicht immer auf das Springboard drauf. Irgendwas. Guck mal, das, ne, das fällt schneller als ich. Das heißt, es muss irgendwie anders gehen. Oh, jetzt ist es. Okay. Okay, es geht wirklich ganz anders als in SMW vom Timing her. Ei, ei. Ja, weil es ganz anders reagiert. Nein. Oh je, das wird ja interessant. Yes! Gut. So, P-Jumps sollten funktionieren. Sollte ich hinkriegen. Ja. Sollte ich eigentlich hinkriegen. Oh nein, jetzt habe ich den. Wenn ich drücke, ist er da nicht. Ah, okay. Ach so, ich muss zwischendurch wieder Geschwindigkeit aufnehmen dann. Weil das Problem ist ja, ich kann ja nicht die Lauftaste drücken, dann nehme ich den ja mit. Nice. So, jetzt machen wir das in der Luft. Ach so, gibt es eigentlich hier wieder lustige Röhren? Wie die eine? Hier nicht. Ja, so nicht. Ach so. Ach so. Hier kriege ich gar keine Reset-Röhre. Doch. Wie auch immer. Da muss ich selber wieder. Oh. Muss ich selber wieder hochklettern. Das ist ja frech. Oh je, das wird dauern. Ja. Ist wirklich. Hä?
Wait, Moment. Kann ich den gar nicht mitnehmen, wenn ich so gesprungen drauf drücke? Oh, dann muss ich das gerade nochmal testen. Entschuldigung. Aha! Okay. Okay. Das ist neu. Das ist neu und gut zu wissen. Ich kann die Taste gedrückt halten. Ich nehme den nicht automatisch mit, wenn ich... Okay. Das macht die Sache nochmal deutlich einfacher, was die normalen P-Jumps angeht. Den hier wahrscheinlich nicht. Nice! Doch, das macht den echt deutlich einfacher. Okay. So, das ist jetzt so ähnlich wie ein Schlüsselsprung. Also man springt von dem Ding dann wieder ab. Okay. Und jetzt in der Luft. Okay. Ja, tschüss. Ist hier eine versteckte... Ah, ich habe jetzt die anderen nicht getestet. Das ist egal. Wie mache ich den? Nee. 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 Ah, das sah schon besser aus. Nice. So, das sah komplett neu aus. Man kann... Huch. Lol. Man kann über dieses Ding nach oben. Durch Spinjumps. Oh Gott. Und zwar, indem man irgendwie den immer wieder... Ja, genau. Oh mein Gott, das ist ja super crazy. Ach Gott. Oh boy, nicht sterben. Das ist jetzt nicht so gut. Erstmal ganz schnell den Helm wiederholen. So. Also man muss auf der Seite bleiben, dann funktioniert das. Aha. Und dann muss ich noch abspringen. Verstanden. Und dann muss ich noch abspringen. Genauso. So, jetzt kommt das Ganze nochmal. Nur dass man jetzt die Richtung bestimmen muss. Man muss also zwischendurch wechseln. Dann abspringen. Nice! Wait! Warum ist der Mannschaft nicht kaputt gegangen? Hilfe! Oh, ich hatte jetzt so Angst, auf den Mannschaft da unten zu fallen, ne? Aber irgendwas habe ich falsch gemacht. Der soll nämlich eigentlich den Mannschicht hier zerstören. Dadurch, dass er hier die Paublöcke reinrennt. Oh Mist. Oh Gott. Ich habe echt Angst zu sterben, weil da muss ich von vorne loslegen. Es gab noch keinen Midway Point, der kommt gleich. Spoiler. Er muss noch eins höher, glaube ich. Gott. Es passt einfach nicht.
befördere ich den da rein? What? What? Das ist jetzt nicht gut. Jetzt bin ich ein bisschen unter Druck. Oh Junge. Oh Junge. Oh nein, das dürfen wir gleich alles nochmal machen. Oh nein. Nice. Weil jetzt kommt der Checkpoint. Oh. Schwitz. Schwitz. So, und hier haben wir jetzt nämlich die Geschichte, die wir schon mal gesehen haben. Nur, dass man hier nur zwei Sprünge machen muss, weil es hier nur ein Tutorial ist. Das haben wir schon mal gesehen, wie das funktioniert, glücklicherweise. Das heißt, das sollte jetzt ein bisschen schneller gehen. Ja. Weil es jetzt mit der Zeit, die ich noch habe, eigentlich gar nichts nützt, das jetzt nochmal anzugehen, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Aber ich kann es ja probieren. Mist. 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 No. 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 Nee, kriege ich noch nicht hin. Okay. Rip. So, jetzt haben wir wieder die vollen 500. Oh boy. Muss ich denn wirklich von da aus abspringen? Weil... Irgendwie krieg ich es von dem Pfeil aus nicht hin. Komm schon. Hä? Von dem kriege ich es irgendwie nicht hin. Und dann kommt der zweite nicht rechtzeitig. Oh je. Nein, das war schon besser. Und jetzt noch abspringen da oben. Yes! Oh, yes. So, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht getroffen werde. Ah. Hier ist tatsächlich so eine... Null. Okay. Also man kann hier einfach, indem man in eine Richtung drückt. Ach, verdammt. Ich wollte gerade sagen, kann man verhindern, getroffen zu werden. Aber man darf halt nicht so schwingen. Na, zu langsam. Ich lasse mich dabei ein bisschen applaudieren. So, jetzt passt die Geschichte. Gut. Sehr gut. So, und jetzt kommt hier so ein Wettlauf mit der Ranke. Ja, vorbei. Nicht in die Säge laufen. Wäre dumm. Ah, das war ja easy. Okay, das war nicht schwer.
So, und jetzt habe ich gesehen, man kann auf den Stacheln springen. Ja, okay, alles klar. Das ist jetzt eigentlich nicht so ein schwieriger Trick. Das, was danach kommt, ist schwieriger. Das Timing ist jetzt nur ein bisschen die Sache. Ja, genau das nämlich. Ah. Aber gut zu wissen, dass man auf denen stehen kann, ohne verletzt zu werden. Das ist sicherlich gut zu wissen. Oh boy. Schnell die Shell wiederholen. Schon. Yes. So, und jetzt kommt so ein kleiner Swamp-Ritt. Ich hab's versaut. Der eigentlich nicht sonderlich schwer sein dürfte. Wenn man nicht da drin landet. Ich glaube, aus hier kommt man nicht mehr vernünftig raus. Nee. Man muss da noch ein bisschen... Oh. Sehr gut. Man muss da noch ein bisschen... Hä? Jetzt geht er los. Oh. Oh Gott! Schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Sag mal. Mal fährt er los und mal nicht. Ist auch nicht, was er will. Ah, und dann bin ich wieder zu langsam. Das, was jetzt, was ich am einfachsten gedacht hätte, entpuppt sich gerade als das Dümmste. Cool. Kann ich da so ein bisschen schießen? Nee. Oh boy. Yes! Nice. So, letzte Challenge. Man muss gleichzeitig das Ding ausspucken, draufsteigen irgendwie. Und dann... Wie mache ich das denn? Ne? Und dann kommt man damit hoch. Puh. Geht das nicht mit Yoshi alleine? Nein. Okay. Geht's halt tatsächlich nicht. Und vorher... Na, das wollte ich nicht. Und vorher, draufsteigen geht eben auch nicht. Na, weil dann geht das hier nicht mehr. Deswegen muss ich praktisch von Yoshi absteigen, aus dem Ding raus und dann ist alles cool. Wie geht das aber gleichzeitig? Ha. Huh. Ah, warte mal. Oh, da geht's an der Wand kaputt. Auch interessant. Ja, die Zeit ist egal. Wir haben ja hier den Checkpoint.
wie? Oh, das verstehe ich noch überhaupt nicht. Schmeiße ich den normal raus oder kann ich den auch in der Luft einfach los? Nee, der wird immer losgeschickt. Das war's! Da war's! Du! Das hat er im Video natürlich auch wieder nicht gezeigt. Puh. Okay, wie habe ich das gemacht? Wie bin ich da direkt gleichzeitig? Was? Der saß einfach drauf, aber wie habe ich das gemacht? What? Wie habe ich das hingekriegt? So. Oh. Hätte ja nicht gedacht, dass wir auch das schaffen. Hätte ich ja nicht gedacht. Cool. Cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehr, sehr schön. Ja, ja. 16 Minuten. Natürlich. Gar kein Problem. Huiuiui. Wow. Sehr cool. So, was machen wir jetzt noch schnell? Wir haben mehrere Sachen zur Auswahl. Wir können, ach komm, wir machen noch ein paar. Erster Level. Also hier, zack. Und los geht's. Oh, das hat schon eine Abschlussreihe. Ich dachte, das ist auf neu. Oh, aber wir gucken es uns mal an. Wait, das kenne ich schon. Hä, das kenn... Ja, ich habe nicht aktualisiert, deswegen, ne? Ah. Ich muss das aktualisieren, verstanden. So, wer ist als Schnellster? Durch Kastlel durch. Der kriegt den Rekord und ist ein Erster. Der Rekord kann weggehen, das Erste wird immer bleiben. Sollte genug Anreiz sein, es zu schaffen. Ich weiß halt nicht, ob ich hier irgendwas nice gebrauchen kann. Ah! Das war blöd. Yo! Yo! Da ist das Ziel. Okay. Wenn ich da mit dem Pilz hinkomme, habe ich gewonnen. Oh, das reicht nicht mal. Ist hier eigentlich was Wichtiges drin? Noch ein Pilz. Ja, das heißt noch ein Pilz. Da ist ein Pilz. Okay. Oh, warte mal. Moment, Moment, Moment. Nice. Waren wir schnell genug? Haben wir das schnell genug rausgefunden? Oder war jemand schneller? Das ist jetzt die Frage. Ah, schade. Na, war das jetzt toll? Das war so ein bisschen alles vollgemüllt und sehr kurz. Aber es ist ja kurz und knackig. Weder toll noch... Wir lassen es einfach so. Desert Craziness. Let's go. Ah,
genau, ich muss groß sein am Ende, okay. Kriege ich hier direkt den Pilz? Okay, das heißt, den behalte ich jetzt einfach. So behalte ich ihn nicht. Jetzt muss ich aber gucken, ob ich nochmal einen Pilz... Wahrscheinlich bekomme ich nicht nochmal einen Pilz. Das sollte mich sehr wundern. Sollte mich sehr wundern, nochmal einen Pilz zu bekommen. Aber wir müssen uns das Level halt angucken. Mist. Ah, nicht viel gesehen wahrscheinlich jetzt vom Level. Ah, verdammt, den habe ich vergessen. Nein! Ja, gibt es das denn? Okay, das hat funktioniert. Ach so. Ich bin blöd, ich muss an den P-Switch ran. So, okay. Da wird aber auch irgendjemand auf jeden Fall schneller sein als wir, das ist ganz klar. Ich habe ja schon den ersten Versuch komplett verhauen und wenn jemand den ersten Versuch schon hinkriegt, naja. Dann ist doch klar, was passiert. Ja, ja, wow, das hat jemand auf jeden Fall geschafft schon. Ganz klar. Okay. Aber egal, wir clearen Level, das ist doch auch in Ordnung. Okay, dafür haben wir den Rekord. Gut. War das ein toll? Ja, kann man schon machen. Dafür haben wir kurzzeitig mal einen Rekord wieder. Jimma Jam Jungle. Auch wieder kurz und knackig, klassisch. Let's go. Ist hier ein Power-Up drin? Yes. Gib mir das. Das war nicht so gut. Rein da. What? Das hat mich irritiert. Okay, aber wir wollen ja also in der Mitte das Power-Up schon mal holen. So. So, vielleicht wollen wir es auch behalten. Aber was ist das hier? Ach so! Muss ich den besiegen? Oder ist der irrelevant? Okay, das habe ich mir schon gedacht. Ach, jetzt... Okay, es ist einfach dann hier hoch zur Tür. Gut, alles klar. Das heißt, dann kommen wir jetzt drüber zu dem Midway Point. Gehen wir denen mit. Und drücken den jetzt auf keinen Fall. Das war super. Oh mein Gott. Ich bin der Größte. Nein, wie kann man denn so blöd sein? Ich hab's doch sogar gesehen, dass das nicht gut, klug wäre. Oh mein Gott. Also.
Gut, dann machen wir keinen Peach-Jump. Nein! Oh, da bleiben die hängen. Auch interessant. Weil ich könnte die einfach erledigen und jetzt kann ich trotzdem meinen Peach-Jump machen. Den wir gerade beigebracht bekommen haben. Yes! Oh Gott. Nein! Blöd. Okay, jetzt machen wir es mal, wie es gedacht ist. Nicht so. Kleiner Hinweis, so ist es nicht gedacht. Ui. Komm, der weg. Der weg. Das geht halt sogar einfacher mit Peach Jump hier hinten. Kann der bitte einfach weg? Nein! Jetzt geht er zurück! Oh. Wie mache ich denn die Stelle? Ohne hektisch zu werden. Weg mit dir. Keiner braucht dich. So. Jetzt. Oh, das kommt raus. Ich hab das nicht. Oh, ich hab das nicht wahrgenommen. Uff. Das ist ein Level. Ist das mein Ernst? Aber kurz und knackig ist es eigentlich nicht mehr. Das ist schon, hat schon eine ordentliche Länge, ne? Wenn man mal so sieht. So, also das funktioniert. Will ich das Springboard überhaupt mitnehmen, wenn ich so da hochkomme? Brauche ich das? Brauche ich den? Nein, ich brauche ihn nicht. Okay. Schlecht. Schlechte Zeit. Ei. Yo. Aber vom Level an sich hatte das interessante Passagen. Mal guck mal, der Weltrekord ist schon wieder weg. Gerade eben erst aufgestellt und schon weg. Aber ist ja okay. So, letztes Ding, dann hören wir auf. Diesmal, ich halte mich auch dran. Der war mies. Schon gedacht, dass da irgendwas Dummes rauskommt. Oh, Junge. Kann ich auf der... Aber wo kann ich stehen? Ich glaube, ich kann auf dem Ding hier stehen. Yes. Aber jetzt kann ich gerade nicht rüber. Jetzt kann ich rüber. Ach, du Scheiße.
Okay, kriege ich hier ein Power-Up? Irgendwas? Nein, schade. Ja, natürlich. Gut, also müssen wir da klein durch. Ja gut, den Anfang haben wir ja schon hingekriegt. Danach wird es halt etwas stressiger. Aber das ist dann mal wieder ein bisschen herausfordernd, das Level für den Schluss. Bin ich auch mit einverstanden. Weg. Der passt. Da kommt so ein blödes Ding raus, na klar. Ah ja. Mist. Muss ja so ein Quatsch rauskommen, ne? Wahrscheinlich könnte man den Sprung schaffen. Ist er zu hoch. Jetzt passt er. Okay, wir müssen die Pflanze abwarten. Wie time ich das denn hier? Oh mein Gott. So passt es halt überhaupt nicht. Jetzt kann... Oh nee, jetzt aber dann. Jetzt, wenn sie weg ist. Oh je. So, wir probieren den Sprung mal. Ja, sag ich ja, das geht. Oh. Ah, dann ist der Cycle hier besser. Sehr gut. Wie mache ich das? Am liebsten würde ich immer direkt weiter... Ah! Oh. Direkt weiter, aber das haut nicht hin. Das ist dann besser. Aber da komme ich direkt rüber. Oh, Junge! Oh, Junge! Okay. Das ist gar nicht mal so einfach. Okay. Und gleich weiter. Und gleich weiter. Und gleich weiter. Und gleich weiter. Okay. Das geht sogar. Und da muss ich dann schnell runter und dann wieder schnell hoch. Okay. Es geht sogar. Es geht sogar. Puh. Weiß halt nicht, was noch alles kommt. Aber bisher traue ich mir zu, das hier zu schaffen. Auch cool gebaut, also das kriegt auf jeden Fall ein Toll. Ah, verdammt. Das kriegt auf jeden Fall ein Toll. So viel kann ich jetzt schon sagen. Ach komm. Bevor ich es vergesse. Da habe ich Zeit verloren, aber ist okay. Es geht nicht nur um Zeit, es geht um Schaffen.
Nein, warum mache ich den denn jetzt nicht mehr? Warum kriege ich den denn nicht mehr hin? Meine Hände schwitzen. Nein! Wie dumm! So, und gleich weiter, und gleich weiter, und gleich weiter. Sehr schön. Und da gleich... Nein! Komm in der Sache näher, würde ich sagen. So, hier muss ich halt eh eine Runde warten. Aber dafür passt dann der Rest. Aber das passt halt echt gut hier, das ist das Schöne. Oh, der ist zu weit drüben. Nein, der passt. Und jetzt... Nein! Da drüben kommt das Ziel! Da drüben kommt das Ziel! Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Watch me play. Oder so. Und das ist gut. Speedrun Tactics. Aber nützt mir nichts. Die Speedrun Tactics nützen mir nichts, weil ich eh hier erwarten muss. Das ist völlig egal, wie lange ich am Anfang brauche. Bin hier wieder zu doof. Oh mein Gott. Ne, hier ist eigentlich egal, weil ich eh dann den einen Kreis abwarten muss. Ob ich jetzt hier ein bisschen schneller komme oder nicht, das ist irrelevant. Aber es fühlt sich besser an, so schnell durchzurennen. Na, hier, den kriege ich halt eh nicht. Nee, da muss ich warten. Der bleibt halt safe eine Wartestelle, aber das passt hier alles dann. Jetzt! Oh, wieso schaffe ich den denn nicht? Wie mache ich den? Gehe ich direkt runter oder lasse ich den nach hinten fahren und gehe dann runter? Das wäre ja auch eine Option. Das wäre ja auch eine Option, ne? Das wäre auch eine Option. Das reicht nicht, das habe ich gemerkt. Den ziehen wir aber noch durch hier. Natürlich blöd, jetzt am Schluss wieder so ein Level zu erwischen, aber... So ist es halt. Das im Multiplayer. Aber das wäre cool im Multiplayer, ne? Das wäre jetzt genau sowas, wie ich es gerne hätte. Oh mein Gott, was mache ich denn? Wie ist das denn jetzt passiert? Das wäre echt ein sickes Multiplayer-Level. Mit Lags. Gott, nein. So. Gleich weit. Warum? Wieso kriege ich denn die Höhe jetzt nicht mehr hin? Oh, irgendwelche komischen neuen Fehler mache ich immer. Was soll das denn? Please. Einfach nicht diese Fehler machen. Wie wäre es damit? Ich halte das für eine sehr gute Idee. Einfach nicht die Fehler machen. Gut, dankeschön. So, wie mache ich den jetzt? Lass ich den nach hinten? Ich lasse den nach hinten. Okay, ich lasse den nach hinten fahren. Das ist besser. Ich lasse den nach hinten fahren. Geh dann runter. Das erscheint mir besser. Das erscheint mir besser. Ich weiß es nicht.
habe ich den Sprung nicht bekommen? Ja, wow. Da starte ich neu. Ja, habe ich gemerkt, dass das nichts wird. Nein, da war ich zu ungeduldig. Aber das ist ein cooles Level. Es ist ein cooles Level, wie gesagt. Ich habe es ja auch schon bewertet. Das wird ordentliche Todesrate bekommen. Zu Recht. Aber es ist einfach schön spielbar. So stelle ich mir ein Level vor. Echt, ne? Das ist eigentlich genau das, wie ein Level sein soll. Knifflige Stellen, bisschen Rätseln, wie manche Stellen funktionieren. Und nein! Und bisschen Skill. Ich krieg den manchmal nicht. Ich muss den direkt erwischen. Was tue ich? Jetzt macht er wieder Quatsch. Der Kerl, was soll das denn? Geht doch. Ich muss doch einfach nur den Sprung bekommen, dann ist alles in Ordnung. Warum springe ich da eigentlich? Ich glaube, ich kann einfach runterlaufen, aber es ist irrelevant. Weil ich, wie gesagt, hier eh nicht... So, genau so. Zack. Dann passt der Rest. Nein, jetzt habe ich den Sprung nicht bekommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Sage ich nichts. Kann doch nicht so bad sein, Mann. Das ist neu. Das war neu. Ach Gott. Also lieber hier springen, sonst renne ich in die Stacheln rein. Verstanden. Das wollen wir ja nicht. So. Was kommt jetzt noch? Oh, es ist noch gar nicht vorbei. Mist, ich habe nur den schwarzen Bildschirm vorhin gesehen. Es ist nicht vorbei. Nein, den drücke ich nicht. Den drücke ich nicht. Nein! Den darf ich nicht drücken. Was ist das denn? Ich dachte, es ist vorbei. Weil man den schwarzen Hintergrund gesehen. Nein. Oh, was? Nein, wie lange geht das Level denn dann noch? Oh Gott! Oh nein! Ich dachte, da hinten ist vorbei.
Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Warum? Nicht gut. Oh, ja, was habe ich gerade gesagt? Nicht machen. Ah, Mist. Ah, Mist, jetzt passt gar nichts mehr. Ah, nein. 51 Minuten. Aber es ist jetzt halt auch nicht so wenig Fortschritt, dass ich das schneiden möchte, wie bei dem Shelljump-Level. Das war ja wirklich Kaizo, das ist ja kein Kaizo. Das ist höchstens very hard, aber kein Kaizo. Oh man. Ach, was tue ich? So. Nein! Nicht gut. Nicht gut. Videolänge nicht gut. Was tue ich? Ich bin komplett raus. Aus meinem Konzept. Wo ist Mama? Die muss ich nachher mal anrufen. Darf ich nicht vergessen. Oh, das wird nix. Ach, es war klar. Oh, verdammt! Das kann doch nicht sein. Mist. Mein Traum ist geplatzt. Ich dachte, da hinten ist Schluss. Oh no. Oh no. Jetzt bin ich echt... Oh Gott, jetzt bin ich... Jetzt weiß ich halt echt nicht, wie viel da noch kommt. Und warum habe ich den on-off gedrückt? Ich hätte doch sehen müssen, dass da die blauen Blöcke kommen. Den drückt man dann an der Stelle nicht, weil man danach denkt. Oh no. So. Wieso klappt der denn manchmal nicht? Wieso klappt der denn manchmal nicht? Mann, oh. Was ist das denn hier? Lass mich jetzt nicht. Oh! Ah. Mann. Oh nein. Videolänge. Es ist vorbei. Wir werden die Stunde erreichen. Oh no. Nee, ich möchte das jetzt nicht noch länger machen. Ah, was mache ich denn jetzt wieder?
könnte jetzt halt weiterspielen und schneiden. Oder ich höre halt auf und spiele es wann anders nochmal. Was mache ich denn jetzt? Verdammt. Ich weiß es nicht. Oh, wie blöd. Nee, wir hören hier auf. Danke fürs Zuschauen. Wir spielen das irgendwann nochmal, aber nicht jetzt. Und tschüss.